Das Palmenhaus im ersten Wiener Gemeindebezirk war Schauplatz der Bank Austria Future Talks zum Thema Mission Klima – Strategien für morgen. Hochkarätige Gäste diskutierten über die aktuelle Klimasituation weltweit und brachten dem Publikum auch alarmierende Fakten näher. Österreichs Treibhausgasemissionen sind seit 1990 nicht gesunken, sondern sogar ein bisschen gestiegen. Damit sind wir unter den Schlusslichtern in Europa, nämlich unter den 5, wo es nicht gesunken ist. Und dementsprechend, wenn wir uns die Folgen vor Augen führen, geht es einfach nicht so weiter. Wir müssen nach dem Pariser Klimaabkommen bis 2030 die Treibhausgasemissionen halbieren. Da geht sich ein weiteres Steigen nicht aus. Einen Beitrag zum Klimaschutz will Harald Gründl mit seinem Designstudio leisten. Ein wichtiger Punkt dabei, die Reduktion von Elektroschrott. In Österreich werfen wir jedes Jahr 20 Kilo Elektroschrott weg. Jede von uns 20 Kilo. Ein Kühlschrank wird kaputt, ein Servicetechniker kommt, sagt, das wird wirklich teuer. Und unser Kühlschrank Green Freeze 2 soll dem eine Alternative entgegensetzen. Er ist aus Holz gebaut, mit Schafwolle isoliert und das Kühlaggregat ist extra, kann man mit 2 Schrauben runternehmen und das als Servicemodell die Kühle im Kühlschrank dazu bestellen. Der Wald nimmt in der Klimadiskussion eine entscheidende Rolle ein, gilt doch zum Beispiel der Amazonas als grüne Lunge der Erde. Eine naheliegende Lösung, um die weltweite CO2-Belastung zu verringern, scheint demnach das Aufforsten zu sein. Also Aufforstungen zu forcieren macht Sinn, weil natürlich Bäume, die wachsen, CO2 binden und in der Holzbiomasse anlagern. Aber man sollte davor warnen, dass man damit sozusagen das CO2-Problem lösen kann. Was aber sehr wohl stattfindet, ist eine Pufferung, also sozusagen ein Entzug des CO2-Gehaltes aus der Atmosphäre, der dann quasi im Holz angelagert wird. Den persönlichen CO2-Fußabdruck zu berechnen, kann der erste Schritt sein, um zu erkennen, in welchen Lebensbereichen man Veränderungen vornehmen sollte, um die CO2-Belastung zu reduzieren. Mit ihrem neuen Hauptquartier geht die Bank Austria selbst mit gutem Beispiel voran und zeigt, dass Ökologie und Wirtschaft nicht im Widerspruch zueinander stehen müssen. Wir haben ja dort eine der größten Geothermieanlagen in Europa eingebaut. Wir haben unseren CO2-Ausstoß in den letzten 10 Jahren um fast 65% reduziert. Wir sparen dort Strom ein, fast einen Jahresbedarf von St. Pölten. Auch den innerstädtischen Verkehr zwischen den Standorten, weil wir jetzt alle auf einem Ort sitzen, all das hat unseren Footprint verbessert, aber genauso ökonomisch sehr viel mehr gebracht.